Hallo, der Bauer aus der Mark mit Nachrichten aus der EU und dieser verrückten Politik, die wir hier in Deutschland haben. Sag mal. In 21 wurde schon einmal der gelbe Mehlwurm zugelassen als Nahrungsmittel. Richtig gehört, als Nahrungsmittel wurde der gelbe Mehlwurm zugelassen. Am 5. Januar diesen Jahres kam die Durchführungsverordnung der EU mit der Nummer EU 2023-58. Da ist jemand zugelassen, auch ein Hexapode. Hexapode, Hexa ist die Zahl 6, Poden sind die Beine, also ein Insekt. Der hat einen lateinischen Namen, klingt hochtrabend, Aphytobius diapernus. Perinus, Diaperinus. Leichter übersetzt Getreideschimmelkäfer. So, der darf jetzt beigemengt werden zu Brot oder zu anderen Speisen, die wir jetzt so produzieren in Deutschland, als Streckungsmittel und Eiweißersatz. Das schon, das schüttelt ihn da schon, oder? Das macht ihn da schon richtig fertig. Aber das ist kein Joke. Das ist echt. Könnt ihr auch nachlesen. Unter EU-Papier. Und jetzt überlegt mal ganz kräftig, muss angegeben werden, der kann auch Allergene hervorführen, zum Beispiel allergiebetonte Menschen, die auf Hausstaubmilben reagieren oder auf Krebstiere, haben da Probleme oder sollen da Probleme kriegen oder könnten Probleme kriegen. Und weiterhin ist es auch so, wenn dieser Käfer verarbeitet worden ist, dann könnte es auch sein, dass man Probleme kriegt oder Allergene können da auftreten von dem Futter, was dieser Käfer gefressen hat. So, und jetzt überlegen wir, wir haben Lebensmittelrecht in Deutschland, wo die Verarbeiter hier in Deutschland die vorverarbeiteten Stoffe, die schon gemischt sind, angemischt sind, nicht mehr deklarieren müssen, wenn sie die weiterverarbeiten. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wie gefällt euch der Gedanke, dass ihr demnächst Mehlwürmer und Getreideschimmelkäfer essen dürft? Im Brotmehl oder in der Pizza oder in Soßen, in Fertigsoßen oder vielleicht doch noch in veganen Produkten? Ich bin ja gespannt. Bis denn, der Bauer aus der Mark.